Herzlich willkommen in der Toolbox beim Git-Grundlagenvortrag. Wir wollen euch heute ein klein wenig zeigen, was dieses Git überhaupt ist und wie es funktioniert und wofür man es verwenden kann. Dann Git ist grob gesagt ein Programm, mit dem man Versionsverwaltung machen kann. Ihr kennt das vielleicht davon, wenn ihr einen Text schreibt oder so etwas, dann habt ihr eine Version von dem Text und dann schreibt ihr weiter und dann speichert ihr zwischendrin auch mal und irgendwann fällt euch auf, Mist, da habe ich irgendwas ganz Wichtiges gelöscht und das hätte ich eigentlich gerne wieder oder das, was ich die letzte halbe Stunde geschrieben habe, war eigentlich totaler Mist und am Schluss hat man einen Ordner gefüllt mit 20, 30 Dateien, die heißen dann mein Text unterstrich Version 12 unterstrich final unterstrich das ist jetzt wirklich final unterstrich jetzt ist es wirklich final Punkt PDF DocX oder was auch immer. Und um das viel einfacher zu machen, gibt es Git. Jetzt der Jonas schreibt hier mal einen Text und speichert den auch. In der Kommandozeile jetzt in dem Fall, aber jedem anderen Programm geht das auch. Und jetzt brauchen wir ein Git-Repository, um diesen Text zu speichern. Um ein Git-Repository zu erstellen, gibt es den Befehl git init. Damit initialisiert man ein Git-Repository. Dabei wird zum Beispiel der Ordner .git angelegt. Der wird hierfür gebraucht und sollte einfach ignoriert und nicht gelöscht werden. Jetzt kann man mit Git Status sehen, was ist denn gerade los in diesem Git Repository. Jetzt sieht man hier in Rot, es gibt die Datei mein-text12-final.txt. Der wurde noch nicht committed oder irgendetwas damit gemacht. Der liegt da einfach drin. Um jetzt Dateien in dieses Git Repository hinzuzufügen, müssen wir die hinzufügen, also adden. Das passiert mit dem Befehl git add und dann entweder was man adden möchte oder wenn man nicht so viel tippen möchte, dann minus minus all oder Sternchen, dann addet man einfach alles, was in diesem Ordner, wo man gerade ist, sich befindet. Mit git status sieht man jetzt, der Text ist grün geworden. Das heißt, wir haben ihn zwar geaddet, aber noch nicht committed. Um jetzt wirklich etwas in sein Git-Repository hinzuzufügen, müssen wir auch noch sagen, ja, das ist wirklich die Dateien oder die Datei, die wir haben wollen. Das passiert mit dem Befehl git commit. Genau, wenn wir den jetzt einfach so eingeben, dann fragt uns git, hey, was ist denn los mit diesem Text? Möchtest du vielleicht dazu sagen, was ist denn los hier in diesem Git? Was hast du denn gemacht? Und möchte eine Commit-Message haben, also eine Änderungsnachricht mit ich habe dein neues Kapitel in meinem Text hinzugefügt. Genau, mit Git-Status sehen wir jetzt, es sind keine ungeänderten Dateien da. Alles ist committed. Working Tree ist clean. Alles sieht soweit gut aus. Vielleicht noch so 5 und 6 jetzt mal erklären. Können wir gleich nochmal einen Commit machen. Genau. Jetzt haben wir bereits einen Commit in unserem Git-Repository und jetzt wollen wir unseren Text weiterarbeiten. Also machen wir eine Erinnerung in dem Text, schreiben halt weiter und genau, können das auch wieder speichern, wieder adden, wieder committen und so geht das immer weiter und irgendwo im Git sind dann die ganzen neuen Versionen des Textes, auf die wir dann Zugriff haben können, wenn wir wollen. Genau, in einem Git-Commit steht in der Regel dann eine sinnvolle
ein sinnvoller Änderungstext, damit man weiß, was passiert ist. Und jetzt hier im Git-Log, also in der Versionshistorie, sieht man, es gibt mittlerweile zwei Commits. Ein Commit, in dem vom Text jetzt drin steht, dass eine Datei hinzugefügt wurde. Dazu ein Datum, wann das geändert wurde und der Autor, der das gemacht hat. Das heißt, wenn man zum ersten Mal Git verwendet, dann fragt ein Git nach so Sachen wie E-Mail-Adresse und Name. Und natürlich kann man da irgendwas eingeben und das wird auch nicht überprüft. Aber wenn du am Schluss irgendwie deinen wirklichen Namen da eingibst, dann steht halt überall im Git, dass du das wirklich warst, der das committed hat und nicht irgendein No-Name-User irgendwie. Aber das ist ja im Prinzip auch, wenn du erstmal nur Git für dich benutzt, ist das egal. Hauptsache, du hast eine Versionshistorie, jetzt in diesem Fall von zwei Commits, und damit kannst du erstmal arbeiten. So, das hier, dann kann ich auch gleich hier die UI nochmal zeigen, die, was hier mit Nummer 6 beschriftet ist. Ja, ich hab's gerade offen. Genau. Die Commits, wir haben ja gesehen, es gibt zwei, wir haben da jetzt zwei Stück. Die bauen aufeinander auf. Das heißt, kannst du mal erklären, was man hier sieht. Also was wir jetzt hier in der Command Line gemacht haben, kann man auch mit so einer UI-App machen. Ja, ist halt so mehr oder weniger die Vorliebe vom Benutzer, was man da verwendet. Und hier genau. Sehen wir, was da jeweils passiert ist in dem Commit. Also wie wir gerade schon gesehen haben, das war so der erste. Und da sehen wir hier, es gibt eine neue Datei und da steht Text drin. Und wir sehen, der zweite, der baut also nur darauf auf, also wir speichern tatsächlich nur Änderungen und nicht die ganze Datei neu oder so. Da sehen wir jetzt, es gibt nicht die Datei jetzt irgendwie anders, sondern es gibt vor allem diese eine neue Zeile, die hinzugefügt wurde. Genau. Aufbauend auf dem letzten. Es kann nur diesen einen Commit geben, der keinen Vorgänger hat. Also man kann nicht einfach so einen machen, sondern man muss das aufeinander aufbauen. Und das erlaubt eben auch nachzuvollziehen, wann man jetzt irgendwas geändert hat. Genau, und ich meine, wenn man einen neuen Commit mal hat, dann kann man auch anstelle von nur einer neuen Zeile hinzufügen, auch eine neue Datei hinzufügen. Es ist auf jeden Fall immer alles eine Änderung. Und um Git zu verwenden, braucht man diesen gesamten Baum oder die gesamte Historie, um zu sehen, am Schluss, im ersten Commit, hatte ich diese Datei mit zwei Zeilen Text. Und dann wurde eine Zeile hinzugefügt und eine Zeile vielleicht gelöscht und eine weitere Datei hinzugefügt und meine erste Datei gelöscht und so weiter und so fort, bis man am Schluss ein ganz tolles, fertiges Ergebnis hat. Ich hätte eine Frage, darf ich die stellen? Natürlich. Ja, natürlich. Und zwar hätte ich folgende Frage. Du hast jetzt bei dem zweiten Commit vorher nochmal git add gemacht. Und ich wollte fragen, ist das wirklich notwendig, weil die Datei ist ja eigentlich schon im Repo drin? Ja, genau. Genau, also die Frage war es wirklich notwendig, git add einzugeben, nachdem wir unsere Datei geändert haben? Das können wir ja nochmal ausprobieren. Wir ändern nochmal was an unserer Textdatei und speichern die. Und wenn wir jetzt wieder mit git status fragen, was los ist, dann sehen wir, die Datei ist wieder rot. Sie wurde modified, also bearbeitet. Und diese Bearbeitung, die ist noch nicht, von der weiß Git noch nichts. Wenn wir diese Änderung an der Datei jetzt noch hinzufügen wollen, dann brauchen wir wieder das git add für das Hinzufügen, was wir wollen, dann git commit für unsere Änderung committen und dann haben wir diese Änderung auch committed. Wenn man das jetzt nicht jedes Mal machen will oder viele Dateien geändert hat, gibt es auch diesen Shorthand git commit minus a, das fügt automatisch Dateien, die Git schon mal kannte, automatisch hinzu und dann muss ich genau. Das sparen. Also und so dann gibt es noch minus M, wenn man jetzt nicht immer den Textdata-Editor im Vollbild öffnen möchte und das auch viel zu schwer ist, Nano oder Vim zu bedienen, dann kann man auch einfach nur da seine Commit-Message eingeben. Und dann können wir wieder mit Git-Log oder in dem grafischen Editor sehen, wir haben jetzt einen dritten Commit. Sorry für ein Typo übrigens. Ja. Genau, den Typo, den können wir jetzt auch wieder rausbringen. Da gibt es den Befehl, um den letzten Commit, den man gemacht hat, nochmal zu bearbeiten.
das Git Commit minus minus Amend. Amend, genau. Oder minus? Ein M. Ja. Das mit den Typos haben wir aber heute auch. Sorry. Danke. Ja. Und das geht jetzt auch nur bei dem letzten Commit, weil, wie vorher schon gesagt, bauen diese ganzen Commits aufeinander auf. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, den ersten Commit, den ich überhaupt in meiner History gemacht habe, den, da habe ich gar nicht meine Textdatei hinzugefügt, sondern ich habe eine komplett andere Datei gemacht. Und dann funktioniert das mit der History und alles baut aufeinander auf gar nicht mehr, weil es hat sich mittendrin etwas komplett anderes zugetragen. Es gibt natürlich Wege, das Ganze zu ändern und seine History komplett umzuschreiben, aber das ist in der Regel ziemlich eklig und das will man nicht. Genau. Dann möchte man vielleicht nicht nur alleine in seinem an seiner Textdatei arbeiten, sondern hat auch jemanden, mit dem man das Ganze mal zeigen möchte oder mit dem man womöglich sogar zusammenarbeiten möchte. Und für sowas gibt es dann unterschiedliche Plattformen, wo es Git gibt, die Git nutzen. Eine sehr beliebte, verbreitete ist GitHub. Und das ja mal kurz zeigen. Also man sieht da auch die ganzen Sachen, die wir schon gesehen haben. Also zum Beispiel bei diesem Repository, das jetzt auf GitHub liegt, da habe ich vorhin schon Commits gemacht. Die kann man sich hier jetzt auch einzeln anschauen, was da gemacht wurde. Wurden mal wieder so nutzlose Zeilen hinzugefügt zum Demonstrieren. Und wir können uns das jetzt eben lokal quasi runterladen, um da selber weiterzuarbeiten. Und das, würde ich sagen, zeigen wir jetzt einfach mal kurz, oder? Da gibt es ja eine URL, die GitHub praktischerweise bereitstellt und die man kopieren kann. Und dann kann man mit dem Befehl git clone sich das lokal runterladen. Genau. GitHub stellt in der Regel zwei URLs bereit. Entweder, wenn man schon SSH eingerichtet hat und benutzt, dann gibt es die git@github.com URL. Sonst gibt es auch eine, die einfach nur per HTTPS funktioniert. Das ist dann, könnte man sich auch mit einem Webbrowser anschauen und da runterladen, wenn man möchte. Und das ist jetzt als, genau wie ich das vorhin hatte, Git-Repos unterscheidet sich eigentlich nicht groß. Ich kann wieder Git-Log zum Beispiel machen, um mir die History anzuschauen. Und jetzt auch einfach Commits hinzufügen, wie ich will. Lokal, wohlgemerkt noch. Genau, dann können wir ja mal eine der Dateien noch bearbeiten. Genau, das Bearbeiten von Dateien hatten wir ja vorher schon. Dann adden wir die Datei, um unsere Änderungen zu adden. Dann committen wir, was wir geändert haben. Und jetzt, wenn wir, nachdem wir es committed haben, mal in das GitHub schauen, dann sehen wir, dass da noch keine Änderung ist. Was habe ich getan? Okay. Ja. Tippfehler. Existiert unser GitHub noch? Ah, ja. Genau, jetzt können wir die Seite mal neu laden und wir sehen, es ist alles wie vorher. Wir haben nach wie vor zwei Commits, hier keine drei. Und wenn wir in die Dateien klicken würden, dann sehen wir auch, die sieht noch so aus wie vorher. Um das jetzt, diese Änderung auf GitHub zu übertragen, gibt es den Befehl git push für schieb die Änderung hoch auf den Server. Das geht jetzt hier in dem Fall ganz automatisch, weil der Jonas schon SSH auf seinem Computer eingerichtet hat. Hätte er die andere URL genommen mit dem HTTPS, wird er jetzt nach seinem GitHub-Passwort gefragt werden und seinem GitHub-User. Und wenn er das angibt, dann hätte es auch funktioniert. Genau, jetzt haben wir drei Commits. Dann, genau, jetzt kann der Jonas anderen Leuten sagen, hey, schau mal, was ich hier für ein cooles GitHub-Repository habe, schau dir das doch mal an.
Und wenn dir gefällt, was ich da gerade schreibe, dann vielleicht hast du ja Lust, da mitzuhelfen und auch mit dran zu schreiben. Also, zum Beispiel ein Repo von der Toolbox, wo wir jetzt gemeinsam Sachen machen. Genau. Jetzt ist aber der andere Person, also ich zum Beispiel, habe da jetzt keinen Zugriff drauf auf Jonas Git-Repository und kann da nicht einfach Sachen committen und pushen und schreiben, weil er mir das gar nicht erlaubt hat. Was es aber bei Git gibt, ist die Funktion eines Forks. Das heißt, du erstellst eine lokale Kopie in deinem GitHub für deinen GitHub-Account mit denselben Änderungen, wie sie beim Jonas oder in dem Fall jetzt in der Toolbox waren. Und da es ja jetzt bei dir von deinem Account ist, hast du da vollen Zugriff drauf und kannst ändern daran, so viel man möchte. Das können wir ja auch nochmal machen. Jetzt indem wir... wir klonen das Git-Repository wieder mit Git clone und dann die URL und gehen da rein, ändern wieder was und committen das und pushen das und davor adden wir das Ganze und dann haben wir in unserem lokalen Repository, was wir davor von der Toolbox geforkt haben, haben wir eine Änderung. Die ist aber jetzt natürlich noch bei uns und von der weiß die Toolbox auch noch überhaupt noch nichts. Dann haben wir da nochmal drüber geschaut und finden das Ganze gut. Genau, wir können jetzt mal hier sehen und jetzt sehen wir haben einen zweiten Commit. Sehen wir wieder, was hat sich hier drin geändert. Haben Hallo Git-Vortrag dazu geschrieben. Und jetzt oben links sehen wir auch, das Ganze ist ein Fork von dem Original-Repository Git-Vortrag. Und dazu können wir auch einen Pull-Request vorschlagen, dass er doch unsere Änderungen übernehmen kann. Das können wir jetzt aber am besten von unserem Fork aus machen. Sehen wir auch... wie viele Leute sich das Ganze geforkt haben. Und von hier können wir einen Pull-Request vorschlagen, in dem schlagen wir quasi der Toolbox vor, hey, liebe Toolbox, schau mal, was ich hier Cooles gemacht habe. Hast du nicht Lust, das zu übernehmen? Und der Jonas, der auch zufällig mit in der Toolbox ist, findet das gut und kann sich jetzt hier hat den Pull-Request gestellt und kann den jetzt natürlich auch noch anschauen oder andere Leute fragen, hey, schau dir das doch mal an. Oder dann am Schluss einfach merchen. Genau. Sollen wir vorher zu Branches noch was sagen? Ich glaube, das wäre cool. Das können wir machen. Das machen wir wieder an meinem Repo kurz, oder? Ja. Also, genau, wir haben jetzt automatisch immer auf dem standardmäßig erstellten Master Branch gearbeitet. Wer Git nicht kennt, sondern vielleicht SVN, das ist sowas ähnliches wie der Trunk. Das ist die Version vom Git, in der normalerweise die aktuellste, schöne, funktionierende Version der ganzen Sache ist. Jetzt kann man auch, wenn man an Sachen arbeitet, von denen man sich noch nicht ganz so sicher ist, ob die jetzt schon alle funktionieren oder an Änderungen arbeitet und weiß, am Schluss wird das was echt Cooles, aber ich bin noch nicht so weit, dass es fertig wird, dann kann man sich ein Zweig quasi von seinem Haupt-Master-Branch machen, einen anderen Branch und da seine Änderungen so lange adden und committen und auch pushen, bis man der Meinung ist, das ist jetzt so cool,
das möchte ich auf meinen Haupt Branch vom Git auf den Master Branch veröffentlichen. Einen neuen Branch kann man auch über die Kommandozeile erstellen. Mit Git Branch sieht man, was für Branch man hat. Mit Git Branch und dann den Branch-Namen kann man neue Branche erstellen. Mit Git Checkout und dann den Branch-Namen kann man in diesen Branch rein wechseln. Oder auch mit Git Checkout minus B und dann den Namen würde man sich sogar den Git Branch und dann den Branch-Namen, also cooles Feature, sparen können. Jetzt haben wir aber noch keine Änderung hier hinzugefügt. Also um das Diagramm hier nochmal kurz zu erklären, was wir vorhin gemacht haben, ist ja so ein Commit hinzugefügt, also eine Änderung. Das soll jetzt mal hier dieser Punkt symbolisieren, neu hinzugefügt und so weiter. Was wir jetzt gemacht haben, ist quasi so einen neuen Zweig erstellt. Wir haben da jetzt noch keine Änderungen tatsächlich gemacht, sondern erstmal nur gesagt, wie das heißen soll, was quasi in diese Richtung weitergeht. Da können wir jetzt ganz viele machen. Genau. Jetzt können wir auf diesen neuen Branch, können wir jetzt eine Änderung machen. Wir bearbeiten eine der Dateien, die da so ist, oder fügen eine neue hinzu. Und adden unsere Änderungen und committen unsere Änderungen und wir können die auch dann auch mal auf GitHub pushen. Wenn wir die dann auf GitHub pushen, dann warnt uns das Git erstmal und sagt, hey, normalerweise hast du immer etwas auf Master gepusht, jetzt machst du das auf einen neuen Branch, den kenne ich noch gar nicht, das finde ich ganz komisch. Dann kann man sich entweder diesen kryptischen Git-Befehl kopieren, dann funktioniert in Zukunft mit diesem Branch auch alles automatisch. Oder du sagst dann wirklich in der Konsole, wohin du das pushen möchtest. Also nach Git push, dann origin, das ist das Kürzel für dein für deine GitHub-URL und dann den Branch-Namen, also cooles Feature. Und dann, wie zuvor auch, pushst du das Ganze und in GitHub sehen wir jetzt auch, GitHub schlägt einen direkt vor, hey, da hat sich irgendwas getan in den Branches, möchtest du daraus nicht einen Pull-Request machen oder wir können da auch über den Tab-Branch in die anderen Branches wechseln. Das geht auch, während wir in einer Datei sind, so kann man dann ganz gut vergleichen, was sich da unterscheidet. Und ein Branch ist dann quasi sowas Ähnliches, wie wenn sich jemand, der keinen Zugriff auf sein Git-Repository hatte, ein Fork davon gemacht hat. Nur mit dem Unterschied, wir können nicht einfach ein Fork von unserer Sache in unser eigenes Home machen. Wir können halt einfach, es genügt, wenn wir einen Branch davon machen. Damit kann man dann auch viel einfacher arbeiten, weil man auf alles da drin Zugriff hat und weil man alle Sachen sieht. Und ja, weil man auch über die Kommandozeile viel einfacher von einem Branch in den nächsten wechseln kann. Mit Git Checkout Master wären wir hier in der Kommandozeile jetzt auch wieder im Master Branch und könnten da andere Sachen ändern, zum Beispiel die Datei, die andere Datei. Und hier weiterarbeiten, während wir im Hintergrund dann immer noch unser cooles neues Feature, was ja echt richtig geil ist, entwickeln. Aber es ist halt immer noch nicht fertig, von daher brauchen wir da noch ein bisschen Zeit. Und dann committen wir hier unsere Änderungen, die auf Master sind und pushen die auch. Und dann haben wir am Schluss die Situation, dass sich der Master Branch geändert hat und unser cooles Feature-Branch. Von daher haben wir jetzt zwei Sachen, die passen nicht mehr ganz so zusammen. Das Ganze kann man dann auch hübsch visualisiert sich darstellen lassen. Also bis dahin gab es nur einen Zweig und hier hat sich das dann eben so aufgeteilt. Wir haben ja auf dem Master-Branch diese eine Änderung in der zweiten Datei gemacht und auf dem
Branch, cooles Feature. Haben die Änderungen in der Datei 1 gemacht. Die haben jetzt erstmal noch nichts miteinander zu tun, außer dass die hier den gleichen Ursprung haben. Genau. Und da wir jetzt an unterschiedlichen Dateien gearbeitet haben, ist Git so intelligent, dass das jetzt nicht zu Problemen führt, sondern wenn wir da jetzt immer noch sagen, wir wollen einen Pull-Request machen, wir wollen diese beiden unterschiedlichen Zustände von Git vergleichen und zusammenführen auf den Master Branch, dann können wir das einfach machen, weil es unterschiedliche Dateien sind und Git sich sieht, da gibt es keine Konflikte. Da wurde jetzt nicht in derselben Datei derselbe Text in 4 unterschiedliche Varianten geändert, sondern es passt wunderbar zusammen. Wir können das mergen. Und dann sehen wir auf dem Master, es sind in beiden Texten sind die Änderungen. Um diese Änderungen, die sich dann da ergeben haben im GitHub, auf seinen lokalen Rechner zu ziehen, gibt es den Befehl git pull. Das heißt, wir schieben nicht die Änderungen hoch, sondern wir pullen die zu uns runter auf den Computer. Dann sehen wir auch in diesem git pull Vorgang, da hat sich die Datei 1 hat sich geändert. Da gab es wohl etwas, was anders ist. Mit git log oder mit dem Grafischen sehen wir wieder, da gab es einen anderen Branch, der hat sich abgezweigt, dann wurde auf beiden etwas bearbeitet und dann haben die sich wieder zusammengefügt. Und das ist dann der aktuelle Masterstand. Und von da können wir dann weiterarbeiten, wir können dann weiter auf Master-Dateien ändern und committen und adden und pushen oder neue Branches erstellen und da weiterarbeiten. Sollen wir kurz zeigen, wie das auf der Webseite zum Beispiel gerade aussieht? Ja. Da passiert das nämlich oft, dass Leute sich einen Branch machen. Hier sehen wir oben jetzt 2, die an unterschiedlichen Stellen abgezweigt sind und wo dann Leute Änderungen vorgeschlagen haben. Genau. Dann haben wir noch eine Eigenheit von Git verwendet, dass wenn wir diese Abzweigung zusammenführen, dass wir dann nicht jeden einzelnen Commit, den die Leute gemacht haben, in der History behalten, sondern dass wir alle Commits, die es gab, die fassen wir immer in ein Commit zusammen, damit wir jetzt das von vielen Leuten genutzte Git-Projekt von der Toolbox-Webseite, dass wir da nicht irgendwann 10 Millionen Commits haben und in einem Commit dann wurde ein Komma hinzugefügt und im nächsten wurde ein Punkt gesetzt, sondern es gibt dann halt, hier hat eine Person irgendwie diese Seiten geändert und ein Komma gesetzt und einen Punkt hinzugefügt und eine englische Übersetzung eingebaut und dann auch noch eine sächsische Übersetzung. Und das ist dann alles in einem Commit und der ist dann auf dem Master Branch im Git sichtbar. Genau. Von daher, das, was wir jetzt gehört haben, das lässt sich auch auf die Toolbox-Webseite anwenden. Wenn wir noch nicht in der GitHub-Community Toolbox Bodensee drinne sind, dann können wir zu den zur Toolbox Bodensee gehörenden Git-Repositories wie der Webseite können wir nichts bearbeiten. Da fehlt uns einfach der Schreibzugriff. Von daher müssen wir einen Fork erstellen von der ganzen Geschichte. Und dann haben wir wieder eine bei uns lokal befindliche Kopie, in der wir bearbeiten können, so viel wir wollen und Änderungen durchführen. Wenn wir der Meinung sind, diese Änderungen sind cool genug, dass wir sie der Toolbox vorschlagen können, dann können wir wieder einen Pull-Request stellen, wie wir das vorher schon gemacht haben. Wenn Leute allerdings mehrere Änderungen mal durchgeführt haben und wir der Meinung sind, die sind cool genug, dass wir denen mal Schreibzugriff auf unser Toolbox-Webseiten-Repository geben können. Dann müssen die nicht mehr den umständlichen Weg gehen mit einen Fork davon erstellen und diesen Fork bei sich runterladen und so weiter und so fort, sondern sie können einfach nur einen neuen Branch erstellen. Dann stimmt ein Beispiel davon. Also hier habe ich jetzt einen Branch im gleichen Repository erstellt, weil ich Schreibzugriff hätte.
Aber wenn ich das jetzt nicht hätte im Toolbox Repository, dann könnte ich hier auch von einem Branch aus meinem Fork diesen Pull Request stellen. Dafür sind diese Forks da, dass ich lokal was verändern kann bei mir, ohne Zugriff auf den Pull, auf das Toolbox Repo zu brauchen. Genau. Und vorher schon erwähnt, es gibt den Befehl git pull, mit dem holt man sich die aktuellen Änderungen, die es gibt auf der Webseite. Und da der Master Branch eben bei der Webseite auch der aktuelle Branch ist, das ist der Zustand der Webseite, wie sie jetzt aussieht, muss man natürlich, bevor man den git pull Befehl durchführt, sicherstellen, dass man auf dem Master Branch ist. Von daher, wenn man in dem Zustand ist, dass man die Toolbox-Webseite lokal auf seinen Rechner geklont ist, dann macht man ein Git-Checkout Master, um den Master-Branch auszuchecken. Und mit Git-Pull holt man sich alle Erinnerungen runter, die es gab. Und dann kann man mit Git-Branch, schwäbische Übersetzung, einen neuen Branch erstellen, indem man zum Beispiel eine schwäbische Übersetzung der Toolbox-Webseite bastelt und seine Änderungen machen und dann adden und committen und pushen und dann zum Beispiel über das GitHub-Interface kann man daraus dann einen Pull-Request vorschlagen. Und dann muss man auch gar nicht warten, bis dieser Pull-Request irgendwann mal angeschaut wurde, um da weiterzuarbeiten, sondern man kann dann wieder den Master auschecken mit git checkout master und von da einen weiteren Branch sicherstellen, indem man dann wieder andere Sachen bearbeitet. Zum Beispiel gefällt einem der eine Text nicht zu dem Projekt, was man in der Toolbox gemacht hat und wird den gerne ändern oder ein zweites Projekt dazu schreiben. Da muss man jetzt nicht warten, bis seine alten Änderungen mal von einem zweiten Paar Augen angeschaut wurden, weil da zur Toolbox mehr als jetzt nur ein, zwei Leute gehören, haben wir das GitHub-Repository so eingestellt, dass nicht jeder einfach so auf dem Master etwas pushen kann, sondern da braucht es immer ein zweites Paar Augen, was drüber schaut und was dann das OK gibt. Ja, das sieht okay aus, da hast du nicht totalen Mist gebaut, das können wir so durchgehen lassen. Oder, hey, da gefällt mir etwas noch nicht, da hast du vielleicht einen Rechtschreibfehler drin oder dieses Bild ist doch echt blöd, dann ändere es bitte nicht. Hier habe ich zum Beispiel gesagt, ja, das ist okay, das darfst du machen, aber so ganz cool fand ich es nicht, deswegen habe ich im Kommentar ein etwas komisch schauendes Emoji hinzugefügt, aber ich habe es trotzdem für okay gefunden und der Jonas hat es dann gemerged. Das heißt, auf den Master Branch übertragen. Ich glaube, damit haben wir so das Grobe erzählt. Genau. Und wir haben aber noch genug Zeit für alle möglichen Fragen und so, falls was aufgekommen ist. Könnt ihr mir die sehr gerne stellen. Sonst sind wir durch. Ja. Also du hattest vorher noch eine Seite, auf die man unbedingt gehen soll, wenn man sich nicht ganz sicher ist mit Git und irgendwas nachlesen möchte oder irgendwas nicht funktioniert oder so, dann das ist oshitgit.com. So ein paar Tipps, wenn man sich das Git-Repo kaputt gemacht hat oder so. Also wenn man jetzt einfach nur generelle Infos zu Git braucht, ist es vielleicht nicht so super. Aber so ein paar Situationen, die ab und zu mal passieren. Genau, und sonst, wenn was ist, dann kann man uns natürlich auch immer fragen. In der Regel versuchen die meisten Leute hier anderen weiterzuhelfen und wenn man jetzt nicht gerade im total unpassendsten Moment kommt oder ein paar Minuten Zeit hat zu warten, bis einem geholfen wird, dann helfen wir auch alle, die das irgendwie wissen, wie das geht, weiter. Könnt ihr vielleicht einen Merge-Konflikt zeigen? Können wir das machen? Ja. Wollen wir das fabrizieren? Das können wir machen, ja. In dem Toolbox-Pool, die Sie reden, das ist auch zum Glück, das heißt Fall. In dem Toolbox-Pool? Ja, das heißt ja so. Also nochmal kurz noch hier. Hast du das gerade? Ja. Also um mal die Frage zu wiederholen und das mal kurz zu erklären. Die Frage war nach einem Merge-Konflikt.
Und das wäre eben, wenn man hier jetzt zwei so Branches zusammenführen will, aber da Änderungen drin sind, die sich widersprechen. Zum Beispiel in der gleichen Zeile sowohl das an mich hinzugefügt als auch gelöscht oder solche Dinge oder auch verschiedene Zeilen an der gleichen Stelle hinzugefügt, wo es vielleicht bei Code durchaus relevant ist, welche jetzt zuerst kommt oder so. Da ist ja nicht ganz klar, was jetzt passieren soll. Da gibt es verschiedene Wege, das zu lösen. Ich bin sicher, Livian zeigt da einen coolen Weg, das in der Command-Line zu fixen. Also ich verwende ehrlich gesagt dann gerne so meinen Git-Client und da hat man dann so eine Ansicht, man beide Versionen quasi nebeneinander sieht und dann entscheiden kann, wie man das lösen will. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sind wir soweit gleich. Ich sehe, es werden schon fleißig Commits gemacht, die dann hoffentlich zu Git-Konflikten kommen. Branches, nein. Noch kurz, bis Lilian gepusht hat. Genau, es ist gepusht. Wir haben den neuen Branch S. Der ist beabsichtigt. Sollen wir das einfach mal so probieren? Du hast versagt beim Merge-Konflikt erstellen. Ja, weil wir vielleicht noch woanders eine Erinnerung. Master, was hast du denn geändert? Ich habe auf dem Master noch nichts geändert. Ich dachte, wir vergleichen die unterschiedlichen Branches, die nicht Master sind. Ach, die nicht Master sind. Ja. How about, du committest einfach noch kurz was auf dem Master. Mhm. Dann brauche ich keine neuen Pull-Requests zu machen. Nee, bitte, also das passiert auch nicht so selten, dass man so einen Merge-Konflikt hat. Das ist schon durchaus relevant. Ja. Ja, das war quasi, ich habe ja vorhin mal git-add gemacht, bevor ich committed habe, für die Datei. Ja. Und das minus a sorgt dafür, dass die Dateien, die Git quasi schon mal gesehen hat und die bekannt sind und geändert wurden, dass sie automatisch hinzugefügt sind. Okay. Das steht für all, also einfach alle geänderten Dateien. Wenn man jetzt alles, was man geändert hat, auch in den Commit packen will, dann macht man das. Das habe ich nur aus Vorleid getan, weil ich mir das git-add sparen wollte. Ja. Das könnte ich mir sparen, wenn du stattdessen das minus A machst. Okay. Und wie sieht's aus? Es ist was auf dem Master committed. Und ist auch was in einem anderen Branch committed oder so? Nein. Warte das mal. Gibt es zwischenzeitlich noch andere Fragen? Nicht? Okay. So, jetzt. Soll ich irgendwie Pull-Requests machen? Mach das mal. Aha. Wir haben succeeded im Merge-Konflikt machen. Git warnt uns schon. Soll ich das mal hier machen oder willst du es lokal? Oder? Nee, mach das mal hier. Ich bin auch nicht so gut in diesen Merge-Konflikten lösen. Oh yeah. Genau, jetzt habe ich in beiden Sachen die README geändert. Und zwar so komplett unterschiedlich, dass das überhaupt nicht mehr vorne und hinten zusammenpasst. So sieht das auf dem Master aus. Und so sieht das in diesem Branch S aus. Und das zusammenzufügen ist jetzt eben ein bisschen problematisch. Das können wir jetzt mal per fancy git reinmachen. Genau, jetzt sehen wir hier in diesem Git-Merge-Konflikt-Resolvungs-Editor oben das S, das ist mein S-Branch und unten das Master, das ist mein Master-Branch und wir können da jetzt löschen, was uns nicht gefällt und da lassen, was wir am Schluss im gemergten Ergebnis haben wollen.
spitzen Klammern zeigen uns, was gehört zu welchem Branch. Die müssen wir dann am Schluss auch noch löschen. Und jetzt ist das Hallo vom Pull-Request übernommen und das hier könnte etwas Cooles stehen, vom Master-Branch übernommen. Jetzt können wir sagen, das ist so resolved und wir können das Ganze committen im GitHub und dann dort auf diesen Pull-Request mergen klicken. Und wenn wir jetzt auf den Master schauen, dann sehen wir, wir haben es tatsächlich committed und gemerged. Und so sieht das jetzt aus. Ah ja, das Hallo war von einem und das hier könnte was Cooles stehen vom anderen, glaube ich. Oder? Ja, alles so. Glaub schon. Okay. Hat jetzt in ein paar mehr Commits resultiert. Also das hier war quasi das Merge-Config lösen. Merge Branch Master into S. Also hat man die Änderungen, die im Master den Konflikt verursacht haben, in S übernommen. Und jetzt ist das kein Konflikt mehr in diesem Status quasi. Und jetzt konnten wir den normalen Merge machen. Ja. Ist die Frage damit beantwortet oder kann man noch mehr zeigen, demonstrieren? Gibt es bei diesen Abzweigungen auch mehr wie zwei Ebenen, also drei oder wie läuft das? Ja, da kann man so viele, wie man will machen. Auch an vielen Stellen, also das habe ich irgendein Repository vielleicht, das chaotisch aussieht, das man zeigen kann. Kurz überlegen. Ja. Also du musst zum Beispiel nicht immer vom Master einen neuen Branch erstellen, sondern du kannst auch von deinem Branch, cooles Feature, kannst du einen weiteren Branch erstellen mit irgendeinem anderen Namen. Und auch davon kann man wieder einen neuen Branch erstellen. Und diesen Branch kann dann jemand anderes forken und davon einen neuen Branch erstellen. Und diesen neuen Branch kann man dann auf den ursprünglichen Master Pull requesten, wenn man möchte. Also mal auf gut Glück habe ich hier ein populäres Git-Repo aufgemacht. Und dann hoffen wir jetzt mal, dass wir da... Ah. Das ist zu populär. Zu populär. Also das geht durchaus, also es geht sogar so viel, dass GitHub da keine Lust mehr hat. Vielleicht finden wir ein anderes Repo, wo man das demonstrieren kann. Also ja, das geht und es geht vor allem auch so, dass man auch Pull-Requests nicht nur auf den Master machen kann, sondern von beliebigem Branch auf anderen Branch. Genau, also das geht durchaus. Genau, was ich zum Beispiel mal gemacht habe, ist auf den Master von jemanden, der die Toolbox-Webseite geändert hat, einen Pull-Request zu stellen, weil ich auf seine Änderung der Toolbox-Webseite habe ich ja keinen Zugriff. Aber mir hat da noch etwas nicht gefallen, von dem ich wollte, dass er das ändert. Also habe ich ihm einen Pull-Request gestellt, dass er das ändert. Dann hat er diese Änderung übernommen und einen Pull-Request an die Toolbox-Webseite gestellt. Und dieser Pull-Request an die Toolbox-Webseite, der wurde dann von mir wieder übernommen und dann war das am Schluss auf der Toolbox-Webseite. Also hier ist so ein Diagramm von, weiß ich nicht, irgendeinem populären GitHub-Repo. Und man sieht hier zum Beispiel, wurde eine andere Branch von einem Branch, der nicht Master ist, und Master ist schon mäßig ganz oben, abgezweigt und wieder hinzugefügt. Der wurde in Master gemerged, vorher wurde aber nochmal ein Branch gemerged, wo die Änderungen zeitlich eigentlich viel früher waren und solche Sachen. Das sieht durchaus. Und was ich hier in die Grafik dachte, weiß ich auch nicht ganz. Ja. Ich meine, warum das hier so eine Ecke macht und nicht direkt hier ist. Aber das ist ja mehr so das Rendering. Egal. Ja. Sowas kann passieren. Hoffentlich bewahrt man dann einen Überblick. Oder auch nicht. Genau. Also auch bei Duo-Seite sieht es meistens so aus in etwa, so ein Fork gemacht oder ein neuer Branch erstellt, dann einmal zum Beispiel einen Blogartikel hinzugefügt und das dann direkt gemerged. Und meistens passiert dazwischen nichts, weil nicht so viel Aktivität einfach in dem Repo ist. Also das kann man bestimmt auch mal anschauen in der Toolbox-Webseite.
falscher Tab. Ja. Wenn mich jetzt ein ganz bestimmter Punkt interessiert, dann würde ich davon einen Vorab machen, wie das richtig verstanden ist. Wenn du eine bestimmte Stelle hättest du aber anders gemacht, dann kannst du mit Git Checkout zu genau dieser Stelle gehen. Da brauchst du die ID von diesem Commit, die kann man zum Beispiel im Git Log oder auch auf GitHub anschauen. Langer Hash. Und dann kann man direkt dahin gehen und dann mit Git Branch von genau dieser Stelle abzweigen. Das funktioniert durchaus. Ja. Ja, okay, das sieht relativ langweilig aus. Zugegebenermaßen. Jetzt angenommen, ich habe jetzt irgendeine Software, ich wollte jetzt aus Version 1. Mhm. Ich kann zum Subversion-Kram, dass ich jetzt irgendeinen Tag erstellen würde, der sagt, hey, das ist mein Auslieferungsstatus. Kann ich hier auch sowas machen? Ja, heißt auch Tags. Auf GitHub gibt es dann so ein Releases-Tab, aber das sind eigentlich auch nur Tags. Man sieht, das hier ist ein Tag, der wurde so benannt, V1.3.2 für diesen Release. Das ist genau so. Das kann man machen, wenn man so markierte Releases hat. Genau, allerdings, man kann auch einfach so einen Tag erstellen, das muss nicht immer ein Release sein. Kann bei GitHub auch, das Ganze nennt sich Pre-Release machen. Das heißt, es ist, taucht zwar bei den Releases da, aber es ist jetzt nicht das latest Release, sondern es ist leicht ausgegraut dargestellt. Eine Strategie, die bei Git auch noch öfter benutzt wird, ist, dass der Master Branch quasi immer die aktuelle Version ist und sämtliche aktive Entwicklung, zum Beispiel eine Development Branch, passiert, der dann gemerged wird, sobald man sagt, okay, das ist jetzt die neue Version, dann ist der Master Branch nicht das aktuellste, aber immer die aktuellste Stable-Version oder so. Das geht beides. Ja. Sonst noch Fragen? Nicht. Also einer der Unterschiede zu SVN ist eben, wie gesagt, man muss nicht direkt bei SVN, wenn man da einen Commit macht, dann überträgt es das ja sofort an den Server. Bei Git haben wir ja vorher gezeigt, da können wir auch erstmal lokal arbeiten und dann das auch in einem neuen Branch, das geht bei SVN zwar auch, dann pushen auf den Server und da ist das mehr getrennt, dass man irgendwie, man muss extra sagen, ich möchte jetzt pullen oder pushen und das passiert nicht alles in demselben Kommando. Wo ich praktisch privat ein bisschen Git versuche, weil ich in der SVN-Welt komme. Beim SVN ist alles online. Wenn ich einen Log angucken will, brauche ich Verbindung zu meinem Repository. Wenn ich meinen Git habe, habe ich den Standpunkt von meinem letzten Pull, habe ich ja offline. Genau. Das ist mega praktisch. Sehr viel schneller. Ja, es ist sehr viel schneller und wenn man irgendwie mal im Zug oder sonst wo unterwegs ist oder gerade kein dickes Internet zur Verfügung ist, dann kann man weiterarbeiten. Natürlich auch wieder zu so Konflikten führen. Das ist ganz ähnlich wie ein Merge-Konflikt. Wenn zum Beispiel du auf einem alten Stand was geändert hast, offline warst, auf dem gleichen Branch, wo jemand anders jetzt online was geändert hat, dann kommst du zu genau den gleichen Konflikten wie die wir vorhin mal fabriziert haben. Ja, aber es geht jetzt vielleicht. Stash ist auch sehr praktisch. Stash. Soll ich mal kurz sagen, was geht. Also die Anmerkung war gerade, dass Stash sehr praktisch ist. Ein Stash ist quasi die aktuellen Änderungen ohne zu committen, nur beiseite zu schieben, mehr oder weniger, und abzuspeichern. Und dann ist man wieder auf dem Status vom letzten Commit. Oder vielleicht willst du sagen, für was du das normalerweise sonst benutzt. Ja, wenn man gerade an was arbeitet und es kommt so ein Zwischenruf, man muss kurz was anderes machen, dann kann man das einfach stashen. Ja. Der Stash gehört zu einem Branch jeweils. Kann die Commits pushen, wieder einen Unstash machen und war wieder da, wo man vorher aufgehört hat. Ohne, dass man quasi am Server dafür irgendwas machen musste oder so. Quasi wie ein lokaler Branch eigentlich fast. Ja. Ja. Und noch kein Commit-Hof vor allem. Ja. Ist mal fertig. Dann cool. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.